can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute zurück wieder zu einem neuen Video. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum hockt ihr hier in meiner gleichen Kleidung? Ich nehme hier alles nachhinein, alles in der Session so sozusagen auf und deswegen immer in der gleichen Kleidung. So sieht's aus. Also, heute wie gesagt mit einem neuen Trading-Tipp. Der ist wirklich jedes Jahr aufs Neue wieder sehr, sehr geil, deswegen kann ich euch den immer nur empfehlen. Ein kleiner Low-Budget-Trading-Tipp, eine kleine Low-Budget-Trading-Methode. Und zwar geht ihr hier bei Qualität auf Silber, dann auf eine relativ bekannte Liga, wie zum Beispiel die Premier League, und gibt jetzt hier ein ungefähr so 2500 Coins bei dem maximal Bietenpreis. Dann sucht ihr nach einem Spieler, wo drauf geboten wird, wie zum Beispiel einen Lennon, wie zum Beispiel der Kane oder auch andere Spieler. Setzt euch da einfach ein paar so auf die Liste, wo ihr denkt, die könnten was wert sein. Oder wo ihr vielleicht auch schon wisst, dass sie was wert sind. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man sich da in gewisser Weise mit dem Markt schon auskennt, ne? Und da einfach nicht nachschauen muss. Wir müssen jetzt in dem Fall nachschauen, weil wir es einfach nicht wissen. Ja, moin. Ich wusste gar nicht, dass es... Ja, doch, bei Norwich gibt es relativ viele Deutsche, glaube ich, war das, ne? Wenn ich da richtig war. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, da wo am besten ein Gebot schon drauf ist, der... Die setzen wir uns auf die Beobachtungsliste. Und, Alter, die haben echt krass viele. Lel, okay. Und schauen einfach mal nach, was die so wert sind. Natürlich solltet ihr das schneller machen, jetzt wie ich in dem Fall. Und einfach schon schneller nachgucken, was die wert sind. Lennon, jetzt zum Beispiel ausgelaufen für 1000 Coins, ist wert um die 1,5. Also, da hat der Boy jetzt schon einen kleinen Gewinn gemacht. Seht ihr, also einfach nur ganz easy erbieten den Aal. Oh, den habe ich jetzt aus Versehen weggedrückt. Gehen wir weiter mit Hernandez. 2,2 erboten, ist wert 2,9, 2,7, 2,6. Auch da wird ein Gewinn gemacht. Kane, was ist der wert? 500. Okay, da... Ja, machst du jetzt nicht unbedingt viel Gewinn mit, aber einen kleinen Ticken auch bei ihm. Brödel ist wert 700, ja auch so, 500, okay, da macht er jetzt nicht wirklich Gewinn. Der Saka, 650 ausgelaufen, ist wert 1,4, auch da, der Gewinn ist schon ein bisschen besser. Vor allen Dingen, wenn er das halt nachts macht, ist das ganz, ganz gut, weil ihr da relativ wenig Konkurrenz habt und ihr da einfach die Spieler besser erbieten könnt. Der ist jetzt hier für 500 ausgelaufen. Ist wert ungefähr das Doppelte, 900. Also ihr seht, damit könnt ihr vor allen Dingen jetzt zum Start gut Coins machen. Ist immer ein sehr, sehr geiler Trading-Tipp, eine sehr, sehr geile Trading-Methode. Oder auch zum Beispiel in eine andere Liga gehen, zum Beispiel in die französische erste Liga. Und da einfach mal vorbeischauen, was da jetzt aktuell so am Start ist. Zum Beispiel bei diesem Sissoko, gehen wir rein. Gehen wir wieder auf die Transferliste, gucken, was der wert ist. Sehen jetzt zum Beispiel hier. Der ist wert, gut, bei dem geht es jetzt so 600 Coins ungefähr, könnte man noch drauf bieten. Je nachdem, wie viel Coins ihr halt machen wollt oder halt machen könnt, machen wollt, passt vielleicht besser. Je nachdem, wie viel Coins ihr halt machen wollt, könnt ihr da natürlich, drauf bieten. Und damit wäre es eigentlich auch schon wieder mit diesem Trading-Tipp gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde mich riesig freuen. Und natürlich auch supporten, wenn ihr neu seid, natürlich auch gerne ein Abo. Und damit würde ich sagen, wir sind raus. Haut da rein, lasst knacken. Und damit haben wir nochmal den Spieler bekommen. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Haut rein, lasst knacken. Und ciao.